heute beim Think Big Video Chat das Thema Cloud-Speicher mit meinem coolen Experten Tobias Albers Heinemann. Tobi, warum kennst du dich eigentlich mit Cloud-Speichern aus? Ja, also ich bin Medienpädagoge und Pressereferent. Ich arbeite viel im Medienbereich, Social Media, viel mit digitalen Produkten. Da geht es auch darum, immer mit mehreren Leuten auf gleiche Dateien zuzugreifen, Dateien zur Verfügung zu stellen. Und da kommt man heute eigentlich um Cloud-Speicherlösungen auch nicht mehr drumherum. Und deswegen habe ich mich in den letzten Jahren einfach intensiv damit beschäftigt, um einfach für verschiedene Aspekte die beste Lösung auch für mich und meine Arbeit zu finden. Sehr schön. Und warum könnten jetzt Cloud-Speicher für Think Big-Projekte wichtig sein? Ich meine, du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Ja, gut, man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, wenn man heute Medienprojekte macht, die Resultate, die Rohdateien, die sind ja auch nicht mehr gerade klein. Man hat Digitalkameras, die Fotos von 25 bis 30 Megabyte Größe machen, man hat Videokameras, man arbeitet einfach mit großen Dateiformaten und die möchte man ja auch anderen zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt 100 Megabyte per E-Mail verschicke, werden sich viele bedanken, gerade die, die mit Smartphones ihre Mail abrufen und das Datenvolumen dann erschöpft ist. Oder eben, wo eine Speicherbegrenzung beim E-Mail-Postfach ist und das gar nicht durchgestellt wird. Mit Cloud-Working oder Cloud-Speichern schiebe ich die Dateien einfach in meine Cloud rein, erzeuge einen benutzerdefinierten Link, verschicke diesen per Mail und die, die es interessiert, können sich die Dateien herunterladen. Praktisch, okay. Auf jeden Fall. Und ich meine, man lädt Sachen ins Internet hoch und so weiter. Was sollte man bei Cloud-Speichern beachten? Mehrere Sachen. Also ich glaube, eine der wichtigen Sachen ist einfach das Thema Datenschutz. Viele populäre Cloud-Speicher, wie jetzt Dropbox zum Beispiel, das sind amerikanische Dienste. Das heißt, die Server, also die Speicherplätze befinden sich in der USA. Und da greift eben auch nicht das europäische Datenschutzrecht. Das heißt eben, alle Dateien, die ich dort hochlade, muss ich damit rechnen, dass die von den Firmen in der USA und von den Geheimdiensten eben auch eingesehen werden können. Das heißt, Datenschutz ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ich mit sensiblen Informationen arbeite, persönlichen Daten, muss ich darauf achten, erstmal eine verschlüsselte Verbindung zu meinem Cloud-Speicher zu haben und im Idealfall noch eine serverseitige Verschlüsselung. Das heißt, die Dateien, die ich in die Cloud reinlade, dass die automatisch auch verschlüsselt werden und weder vom Betreiber noch von anderen Leuten eingesehen werden können. Was ich persönlich noch wichtig finde, das ist die Fähigkeit für mehrere Betriebssysteme und Geräte zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich Cloud-Speicher nutze, möchte ich das unter iOS nutzen, unter Android, unter Windows, unter Mac. Das heißt, unter verschiedenen Betriebssystemen mit verschiedenen Geräten, Smartphone, Tablet, Computer. Und das sollte dieser Cloud-Speicher unterstützen, dafür Apps zur Verfügung stellen. Wichtig finde ich auch, dass ich die Möglichkeit habe, Dateien in meinem Cloud-Speicher Leuten zur Verfügung zu stellen, die bei dem Dienst nicht angemeldet sind. Also wenn ich zum Beispiel bei Dropbox bin, wäre es ja blöd, wenn ich nur Dropbox-Usern meine Inhalte zur Verfügung stellen kann oder bei iCloud zum Beispiel. Das heißt, ich muss einen Link erstellen, der unabhängig von der Mitgliedschaft ist. Und ich möchte auswählen können, welche Ordner ich synchronisiere. Das heißt, ein Cloud-Speicher wird per Software mit meinem Computer, mit meinem Gerät synchronisiert. Ich habe vielleicht 300 Gigabyte an Daten drauf. Das kann ich jetzt aber nicht alles mit einem Notebook synchronisieren, das nur eine 128 Gigabyte SSD-Festplatte drin hat. Das heißt, ich muss die Wahl haben, welche Ordner synchronisiere ich mit welchem Gerät. Und ein guter Cloud-Anbieter mit einer guten Software bietet diese Funktionalität an. Jetzt hast du schon Dropbox genannt, das ist bestimmt der bekannteste Cloud-Speicher. Was empfiehlst du? Ja, also ich empfehle, oder andersrum, man muss erstmal gucken, für was benutze ich den Cloud-Speicher oder was möchte ich damit machen. Weil je nachdem, was ich brauche, gibt es unterschiedliche Alternativen. Generell lege ich Wert darauf, dass ich einen deutschen Serverstandort habe. Ja, das heißt, dass ich mir meinen Serverstandort aussuchen kann. Da fällt Dropbox erstmal weg, da fällt auch OneDrive weg und da fallen die ganzen ausländischen, eben nicht EU-Anbieter, fallen dann eben auch weg.
Was ich sehr gut finde, das sind Open Source Lösungen wie zum Beispiel OwnCloud, die ich selber installieren kann auf einem eigenen Server oder eben auch von Anbietern anmieten kann. Das heißt, dort ist dann jemand mit einem deutschen Firmensitz, der mir das eben einrichtet, der das pflegt und wartet. Ich entweder mit einer Freemium-Variante 5 GB kostenlos habe oder eben gegen Entgelt mehr Speicherplatz. Das ist für mich eigentlich so eine favorisierte Lösung. Andererseits, wenn ich jetzt, ich sag mal, unsensible Daten habe und jetzt zum Beispiel auch Office-Nutzer bin, Office 365-Nutzer, diese Pakete sind ja auch ganz oft an IT-Pakete ja auch gebunden. Da ist zum Beispiel sehr oft auch ein Terabyte OneDrive-Speicher mit dabei. Das ist eine Menge. Der OneDrive-Client, der ist auch sehr komfortabel, der ist funktional. Und wenn ich keine Probleme mit den Datenschutz habe, keine sensiblen Daten habe, kann ich auch mal OneDrive sowieso nutzen, wenn mir das zur Verfügung steht. Also, das heißt konkret, du favorisierst die OwnCloud. Ja. Und da gibt es eben bestimmte Anbieter, die mir kostenlos das zur Verfügung stellen, sodass ich praktisch nicht selber einen Webspace, praktisch so eine Internetfestplatte selber mir holen muss oder irgendwas konfigurieren muss. Kennst du da irgendwelche Anbieter, die das machen, kostenlos? Ja, genau, also wie du halt schon gesagt hast, es gibt die Möglichkeit, dass ich mir halt einen Webspace anmiete. OwnCloud ist Open Source, also kostenlos. Ich kann es mit sehr wenig Aufwand selber installieren. Aber das ist auch der Grund, warum ich persönlich auch eine Bezahlvariante nutze. Es ist technisch einigermaßen aufwendig, Updates durchzuführen und es gibt eigentlich immer Probleme. Also wenn man sich im Netz ein bisschen umschaut mit OwnCloud-Updates, da gibt es einfach Probleme und wenn man nicht sehr fit in PHP ist oder Programmiertechniken oder Programmiersprachen, dann läuft man oder ja Gefahr einfach, sich das komplette System zu zerschießen oder seine Daten zu verlieren. Es gibt jetzt Anbieter, ich will jetzt keine Werbung machen, wie jetzt zum Beispiel OwnCloud oder BlauCloud. Also man muss einfach mal die Internetsuchmaschine anwerfen, OwnCloud-Anbieter oder OwnCloud-Hosting gibt es einige. Die bieten, wie gesagt, an, ähnlich wie bei Dropbox, auch kostenlose Varianten. Das heißt, man hat 3 bis 5 Gigabyte freien kostenlosen Speicherplatz. Man hat eine Multi-User-Verwaltung. Das heißt, ich kann in meiner Cloud verschiedene Benutzer anlegen. Ich kann Dateien mit denen teilen. Ich kann Kalender freigeben. Ich kann Adressbücher auch freigeben. Oder es gibt dann eben die Bezahlvariante mit mehr Speicherplatz, mit Support und je nachdem auch Backups und einer serverseitigen Verschlüsselung. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Wenn es mir wichtig ist, dass die Server in Deutschland sind und das Ganze auch sicher ist, dann kann ich zum Beispiel jetzt OwnCloud oder BlauCloud oder andere Anbieter in der Art nutzen, kriege dann 5 GB, das ist für viele Sachen, wo ich zusammenarbeite, völlig okay. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will viel mehr Platz haben, dann müsste ich da zahlen. Oder ich hole mir zum Beispiel, wo ich ja auch zahlen muss, bei Office das Ding. Und da habe ich dann praktisch einen Anbieter, der aber seine Server nicht in Deutschland hat, sondern in den USA. Dafür aber vielleicht die App und so weiter, weil das halt ein Riesenunternehmen ist, einfach noch vielleicht ein bisschen easier funktioniert. Genau, richtig. Also OneDrive hat einfach den Vorteil, dass es fest mit dem Office-Paket verbunden ist. Und Office-Pakete, die sind halt einfach in vielen Büroalltagen oder Alltägen sind die Standard. Nehme ich zum Beispiel die Office-Lösung für iPads oder Tablets. Dort habe ich die Möglichkeit, oder man kennt das ja eher so, bei iPads ist es schwierig, die haben ja nicht so ein Dateisystem wie jetzt Windows zum Beispiel, dass ich einfach eine Datei öffnen kann, in Word mit der App bearbeiten kann, abspeichern und dann auf einem Computer wieder weiter bearbeiten kann. Das funktioniert zum Beispiel mit den Microsoft-Apps, Word, Excel, PowerPoint in Verbindung mit dem OneDrive-Speicher. Ich öffne einfach die App, ich bearbeite, ich drücke auf Speichern. Das Ganze wird gespeichert, im OneDrive-Speicher abgelegt und dann gehe ich an meinen Computer oder an mein Smartphone, öffne aus dem Speicher die Datei wieder und kann dort weiterarbeiten. Also das ist einfach sehr komfortabel und auch funktional. Okay, also super komfortabel ist die Lösung von Microsoft. Aber da muss ich zahlen, wenn ich nichts zahlen will und vor allem auch sage, ich will nicht, dass da irgendjemand reingucken kann in meine Sachen, dann kann ich, oder zumindest wahrscheinlich niemand reingucken kann, dann solche Lösungen wie zum Beispiel OwnCloud oder OwnCloud, also
ohne Own, sondern nur OCloud oder BlauCloud. Und ich muss mich dann quasi um nichts kümmern und habe irgendwie alle Optionen, zum Beispiel eigentlich auch die Option, die ich ja bei Dropbox erst zahlen muss, dass ich zum Beispiel sagen kann, der Link ist nach einem Monat, funktioniert genau. nicht mehr oder sowas. Diese Source-Funktion, die gibt es quasi bei OnCloud einfach kostenlos dazu, die man bei Dropbox zahlen müsste. Ja, das ist einfach, ich sag mal so, der Unterschied zwischen den kostenlosen Varianten und den Bezahlvarianten, dass es da eben je nach Aufpreis eben auch unterschiedliche Angebote oder Funktionsmerkmale auch gibt, wie zum Beispiel ein Ablaufdatum oder ein Passwortschutz auch für einen Freigabelink. Das ist jetzt, glaube ich, bei Dropbox in der kostenlosen Variante nicht dabei, aber in der Bezahlvariante. Bei OwnCloud ist das auch mit dabei. Generell muss man halt entscheiden, immer erst gucken, was brauche ich eigentlich. Suche ich einen reinen Online-Speicher oder eine Speichermöglichkeit, um Dateien abzulegen und die anderen zur Verfügung zu stellen? Oder möchte ich auch wirklich, wie es OwnCloud auch möglich macht, so eine Art Multi-User-Verwaltung haben? Das heißt, ich habe ein System im Internet, ich kann dort verschiedene Benutzer anlegen. Jeder hat eine unterschiedliche, ich sag mal, Zugangsdaten. Und mit diesen Benutzern kann man ja nicht nur Dateien tauschen, da gibt es Bildergalerien, da gibt es Kontaktbücher, da gibt es Kalender, die man freigeben kann. Also das ist im Prinzip wie so eine Groupware im Internet, die ich dann auch nutzen kann. Wenn es mir nur darum geht, online Speicherplatz zu haben, wäre eine sehr sichere Möglichkeit zum Beispiel auch ein Netzwerkspeicher, also ein NAS-System, was ich zu Hause stehen habe. Das ist dann meine Hardware, die zahle ich einmalig. Und über die kann ich dann über die Anbieter-Apps oder eine VPN-Verbindung dann auch zugreifen. Das funktioniert über Smartphones, über Laptops, über Computer. Wunderbar, auch wunderbar. Das heißt dann mit anderen Worten, ich hoffe mir ein NAS. Ein NAS ist praktisch eine Festplatte, die ich genau. daheim stehen habe, die aber mit meinem PC oder mit dem Internet verbunden ist. Vorteil, die Daten sind bei mir. Genau. Nachteil, die Daten sind bei mir. Das heißt, wenn jemand bei mir einbricht, dann sind die weg. Ja. Und wenn meine Internetverbindung irgendwie nicht gut ist, dann komme ich da nicht ran. Richtig, genau. Also wie gesagt, das NAS ist im Prinzip eine Netzwerkfestplatte. Das ist wie eine externe Festplatte, wo ein kleines Computersystem mit drin ist. Das basiert in der Regel auf einem Linux-System. Das schließe ich auch ans Netzwerk mit an und ich kann über die IP-Adresse, über VPN-Verbindung von überall darauf zugreifen. Aber natürlich nur mit der entsprechenden Upload-Rate, die mir meine DSL-Verbindung zu Hause bietet. Wenn ich eine schlechte Internetverbindung habe, habe ich auch eine sehr schlechte Upload-Rate. Das heißt, ich komme sehr schlecht an meine Daten dran. Das heißt, das empfiehlt sich wirklich auch nur, wenn man mindestens mal VDSL 50, eher besser 100 oder aufwärts noch hat. Also so mit 40 Mbit im Upload. Ansonsten darunter macht es einfach keinen Spaß. Und wenn die Katze das Ding umschmeißt, Datenfutsch. Natürlich, also das ist natürlich auch die andere Sache. Die Daten gehören mir, aber sie gehören halt auch nur mir. Und ich muss mich auch drum kümmern, ich muss mich um Backups kümmern, ich muss mich um die Technik kümmern. Es ist ein relativ hoher Anschaffungspreis. Also gerade wenn wir so in den Terabyte-Bereich reingehen, ich brauche dann die Festplatten, muss ich kaufen, das NAS-System kaufen. Ich bin dann erstmal mit mehreren hundert Euro in der einmaligen Anschaffung dabei und ich muss mich selber um die Backups kümmern. Was kann man mit Cloud-Speicher noch machen? Ja gut, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Also OwnCloud zum Beispiel ist ja jetzt nicht nur ein reiner Cloud-Speicher, sondern im Prinzip sowas wie eine Groupware. Das heißt, es hat eine Multi-User-Verwaltung. Ich kann verschiedene Benutzer anlegen und das ist für Projekte manchmal auch ganz nett, weil ich gemeinsam Kalender habe. Ich habe Adressbücher, die ich teilen kann, die ich dann mit meinem Smartphone auch synchronisieren kann. Das heißt, das ist eigentlich genau das Gleiche wie so ein Exchange-Server, der von vielen Firmen und Einrichtungen von Microsoft auch genutzt wird, was ich aber dann kostenlos als Beiwerk im Prinzip bei der OwnCloud mit dazu habe. Und ich habe dort im Prinzip mit diesen Adressbüchern, Kontaktbüchern, Kalendern, Bildergalerien, einfach eine Grundlage für, ich sag mal, so ein Online-Teamwork-Tool einfach auch mit an der Hand. Und es ist Open Source. Was heißt es? Ja, Open Source heißt erstmal, dass ja der Quellcode offen ist, dass dort jeder in den Quellcode einsehen kann. Das bedeutet auch, dass, ich sag mal, Fehler relativ schnell auch von der Masse der Entwickler, die daran beteiligt sind, ich sag mal, entdeckt werden und auch gefixt werden können. Das bedeutet aber auch,
dass, wenn ich auf dem aktuellen Stand sein möchte, ich mich um, ich sag mal, die Updates auch selber kümmern möchte oder muss, ja, ich auch ein entsprechendes Hintergrundwissen, was PHP angeht, was Programmiersprache angeht, auch haben soll. Weil, wie gesagt, ansonsten passiert es einfach, wenn ich so mit der automatischen Backup-Funktion das Ding dann update, nicht mit der Backup-Funktion, mit der Update-Funktion das OnCloud-System update, dass ich dann Probleme habe. Und mir persönlich ist es auch schon ein, zweimal passiert, dass ich dann einen Total-Crash hatte und die Cloud nachher so nicht mehr erreichbar war. Okay, wo kann ich tiefer einsteigen, wenn ich jetzt irgendwie mehr wissen will zu dem Thema? Hast du irgendwie ein, zwei Links? Ja, also es ist natürlich immer schwierig, die Informationsquelle in dem Internet zu nennen, weil das, was ich wissen möchte, immer von dem abhängig ist, was ich eigentlich brauche. Also wie gesagt, wenn ich nur ein reines Ablagesystem brauche, muss ich nach was anderem suchen, wie wenn ich jetzt einen Cloud-Anbieter mit Kalender, mit Exchange-Funktion und allen möglichen suche. Ich glaube, im Medienpädagogik-Praxisblog, da gibt es eigentlich, so was das Rundum-Paket angeht, sehr viele Artikel, die sich mit Cloud-Anbietern, Open Source auch beschäftigen. Also sei es jetzt OwnCloud oder für Kalender und Kontakte bei Cal oder was es eigentlich alles gibt. Also da wird eigentlich immer regelmäßig aktualisiert und auch diskutiert, auch was so Datenschutz und Datensicherheit angeht, ist man da, glaube ich, ganz gut an der Adresse. Ansonsten, Facebook ist immer schwierig als Quelle, aber ich sag mal, wenn man in den entsprechenden Gruppen drin ist, kann man sehr viele Rückmeldungen haben, wobei man natürlich dort auch mit den Experten umgehen muss und auch mit der Meinungsvielfalt auch irgendwie umgehen muss, die auf einen dort zukommt. Wer sich analog informieren will, ich glaube, der ist bei den Medienzentren vor Ort. Also ich glaube, da gibt es einfach auch Ansprechpartner, die sich damit auch beschäftigen, die man einfach vor Ort dann auch mal fragen kann, weil ich denke einfach, es ist wichtig, erstmal zu gucken, für was brauche ich überhaupt einen Speicher, weil es ist einfach schade, wenn ich das Erstbeste nutze und dann eben aufgrund von einem Update-Fehler oder wie auch immer meine Daten verliere, weil ich mich vorher nicht ausreichend informiert habe. Cool. Super Sache. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ja. Wenn ich einen Cloud-Speicher will, mit dem ich mich mit Leuten austauschen kann, nichts dafür zahlen will und will, dass das Ding in Deutschland ist, dann kann ich, und ich mich um nichts kümmern will und mit meinem Handy zugreifen will, dann kann ich zu OCloud oder BlauCloud oder ähnlichen Anbietern geben und habe dann so 5 GB und alle möglichen Optionen. Wenn ich sage, ich will viel mehr haben, kann ich entweder da zahlen oder ich gehe zum Beispiel zur Microsoft-Lösung, also ist bei Office dann dabei, oder zu Dropbox oder sowas, aber die Daten liegen nicht auf deutschen Servern, da haben möglicherweise andere Leute darauf Zugriff und wenn ich da eben mehr will, muss ich eben auch zahlen. Dafür sind halt die Apps von Riesenfirmen geschrieben und klappen meistens dann irgendwie ziemlich simpel. Stimmt genau, so? Richtig. Das stimmt, jawohl. Wobei man also bei den OwnCloud-Anbietern auch nochmal separat nachschauen muss. Also bei OwnCloud ist es zum Beispiel so, dass standardmäßig eine serverseitige Verschlüsselung da ist. Also das heißt, ich habe hier einen Client, eine Software auf meinem Rechner installiert. Wenn ich Dateien jetzt in das Verzeichnis reinschiebe, wird es ja übertragen auf meinen OwnCloud-Speicher und dort direkt verschlüsselt abgelegt. Also das heißt, selbst der OCloud-Betreiber kann nicht auf diese Datei Einblick haben oder zugreifen, kann diese Datei nicht lesen, ohne meine Zugangsdaten. Diese serverseitige Verschlüsselung ist nicht Standard bei OCloud. Das heißt, es gibt auch Anbieter, bei denen ich das nicht habe. Und wenn man halt so einen Fokus, gerade so was papierloses Arbeiten angeht, mit etwas sensiblen Daten, da sollte man doch schon schauen, dass die Dateien auch verschlüsselt abliegen. Hat aber den Nachteil, das muss man auch noch mal sagen, wenn ich meine Zugangsdaten vergesse, komme ich nicht mehr in meine Dateien dran. Okidoki, alles hat seine Vor- und Nachteile. Vielen Dank dir. Danke, dass du mitgemacht hast. Nochmal, ich mache mal ein bisschen Name-Dropping nochmal für dich, weil du wie so unheimlich zurückhaltend bist, denn dieser Mann hier neben uns hat den Medienpädagogik-Praxis-Blog mitgegründet und hat ganz viel damit zu tun. Und das ist eine super Ressource für ganz viele Themen, die wir hier auch immer wieder abdecken. Und deswegen erst nochmal danke und ich will nochmal hier. Ja?
Das war der ThinkBig Video Chat zum Thema Cloud-Speicher. Weitere Informationen gibt es hier oder unten. Da gibt es alles Mögliche zu ThinkBig. Was machen wir eigentlich? Wie können wir euch eigentlich unterstützen? Wenn ihr irgendwie Themen habt, schreibt uns. Und ansonsten nicht warten, starten!